Vierter Teil unseres kleinen Mitbestimmungsrechtsseminars. Jetzt geht es um die Widerspruchs- und Vetorechte. Davon sind drei im Betriebsverfassungsgesetz ausdrücklich genannt. Fangen wir mal an mit Paragraph 98 des Betriebsverfassungsgesetzes. Da habe ich Ihnen auch was dazu aufgeschrieben. Da geht es um die Berufsausbildung. Und zwar darum, dass der Arbeitgeber eine Person bestellt, die die Berufsausbildung durchführen soll. Der Betriebsrat hat dann ein Widerspruchsrecht, wenn er diese Person für fachlich und oder persönlich ungeeignet hält. Der Betriebsrat kann das Arbeitsgericht anrufen, wenn der Arbeitgeber eine solche Person einstellt, die der Betriebsrat für ungeeignet hält, und kann den Arbeitgeber versuchen, zur Unterlassung dadurch zu bewegen. Nun, wenn das Arbeitsgericht einen entsprechenden Beschluss fasst und der Arbeitgeber daraufhin dem Arbeitgeber auferlegt wird, er soll die Beschäftigung dieses zur Berufsausbildung bestellten Menschen unterlassen, dann hat der Betriebsrat die Möglichkeit, wenn er sich dagegen wehrt, der Arbeitgeber auch ein Ordnungsgeld zu beantragen. Das nächste Vetorecht ist in § 99 Absatz 2 des Betriebsverfassungsgesetzes geregelt, und es handelt sich dabei um personelle Einzelmaßnahmen, also Einstellung, Versetzung, Eingruppierung, Umgruppierung. Das ist eine ganz zentrale Vorschrift im Mitbestimmungsrecht, die empfehle ich wirklich, dass man sich die mal ganz in Ruhe durchliest. Es ist sehr viel und gleichwohl ganz gut strukturiert. Und in § 99 Absatz 2 ist auch peu à peu geregelt, in welchen Fällen die Zustimmung verweigert werden darf. Also bei zum Beispiel Verstößen gegen ein Gesetz, gegen einen Tarifvertrag, gegen eine Unfallverhütungsvorschrift oder wenn durch die Maßnahme andere Mitarbeiter im Betrieb belastet werden würden, wenn es dadurch möglicherweise zu Kündigungen käme oder wenn die Person, die eingestellt werden soll, selbst belastet würde oder wenn man sich von dieser Person, wenn man da befürchtet, irgendwelche fremdenfeindlichen oder rassistischen Äußerungen, all das sind beispielsweise Möglichkeiten, eine Zustimmung zu verweigern. Wenn der Betriebsrat die Zustimmung verweigert, darf diese Person nicht beschäftigt werden. Der Betriebsrat hat eine Frist von einer Woche, also relativ kurz, wenn er alle Unterlagen bekommen hat, die über diese Person Auskunft geben. Wenn er die Zustimmung nicht erteilt, darf der Arbeitgeber diese Person nicht beschäftigen, kann aber beim Arbeitsgericht ein sogenanntes Zustimmungsersetzungsverfahren einleiten und das Arbeitsgericht kann dann durch Beschluss die Zustimmung des Betriebsrats ersetzen. Wenn es das nicht tut und der Ansicht des Betriebsrates folgt, dann darf diese Person nicht beschäftigt werden. Das wiederum hat natürlich keinerlei Auswirkungen auf das Einzelarbeitsverhältnis zwischen dem Arbeitgeber und dieser, ich sag mal, Persona non grata. Der Arbeitsvertrag bleibt weiterhin bestehen. Das heißt, der Arbeitgeber darf diese Person nicht beschäftigen, muss trotzdem dieser Person Geld bezahlen. Es kann also ziemlich teuer werden, es kann sich auch ziemlich lang hinziehen. Aus diesem Grunde sollte man an der Stelle gucken, dass man schnell arbeitet und jemanden, der die Zustimmung des Betriebsrates da nicht findet, eben auch nicht beschäftigt. Das dritte Widerspruchsrecht, tada, da ist er wieder, § 102 des Betriebsverfassungsgesetzes. Da sollte der Betriebsrat genau arbeiten. Wir haben zwar schon gesagt, dass dieses Recht des Betriebsrates ein sehr starkes ist. Es ist die Anhörung vor der Kündigung zunächst mal nur ein Anhörungsrecht, kann sich aber eben stark auswirken. Er muss ja der Kündigung nicht zustimmen. Gleichwohl kann er unter bestimmten Voraussetzungen einer Kündigung widersprechen. Das hindert dann nicht die Kündigung, führt aber dazu, dass dem Arbeitnehmer dann ein Weiterbeschäftigungsanspruch zwischen dem Ablauf der Kündigungsfrist und dem Ende des Rechtsstreites daraus erwächst.
Und das kann richtig Geld kosten für den Arbeitgeber, wenn er den Arbeitnehmer nämlich nicht beschäftigt in dieser Zeit. Gleichwohl ist es wichtig, dass Betriebsräte bei ihrem Widerspruch eben genau arbeiten und die Voraussetzungen des Paragraphen 102 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz genau lesen und auch ihren Widerspruch anhand dieser Merkmale genau begründen. Ein Widerspruch ist möglich, wenn beispielsweise die Sozialauswahl falsch ist oder eine Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz möglich ist oder aufgrund einer Fortbildung die Möglichkeit besteht, den Arbeitnehmer weiter zu beschäftigen oder eben auch zu geänderten Bedingungen. Wichtig bei dem Widerspruch gemäß § 102 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz ist, dass der Betriebsrat auch wirklich Argumente liefert, nicht einfach mal so hinrotzt und sagt, da ist eine Versetzung möglich. Sie müssen schon sagen, wohin und welche Stelle genau, ne? Also da bitte genau arbeiten, ansonsten ist es Essig mit dem Weiterbeschäftigungsanspruch. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann teilen Sie ihn sehr gerne in Ihren sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie gerne meinen YouTube-Kanal. Hier geht es dann gleich weiter mit dem nächsten Film und mit unserem Seminar zum Mitbestimmungsrecht. Bis dann. Tschüss, Ihre Sandra Flämig.